So, Leute, es geht weiter. Ihr wisst, haben wir es jetzt mal am Stand. Heute Tunnel. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, wie viele Parts ich heute mache, aber das Spiel geht ja eigentlich relativ schnell, von daher sollte das ja keine Probleme machen. Haben wir definitiv schon mal ein paar Elektrik-Bilder so vorab. Cool. Das Vieh war zu langsam. Deswegen sind wir hier stehen geblieben. Schade ist jetzt nur, dass der nicht das Problem hatte. Dass wir das Problem hatten, dass der nicht explodiert ist, ne? Das hätte uns wahrscheinlich einiges gebracht. Cool. Das Bild könnte einige Punkte bringen. Und ein bisschen Glück. Mal sehen, vielleicht können wir Pikachu zu dem Ei bringen. Und es bringt dann vielleicht irgendwas. Sehr gut. Mach irgendwas, mach irgendwas. Nein, das macht nichts. Schade. Noch ein paar Geisterbilder machen. Carpado-Bilder. Naja, ihr wisst schon. Hier wieder so ein paar Bilder. Kann man noch den Geister werfen. Hier ist das Dick da. Pabel da. Hier, Pikachu. Wieder von Dick da. Und hat irgendwas gebracht. Nö. Hätten wir uns ja denken können. Werfen mal das Elektek mit ein paar Äpfeln ab. Und, wirst du sauer, wirst du sauer. Komm her. Beschwer dich. Wow. Interessant. Das. Cool. Wusste ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Passiert jetzt irgendwas? Oh, oh. Okay. Jetzt können wir auf jeden Fall schon mal Magnetilo-Bilder machen. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, dass das Magnetilo sein soll und nicht jetzt irgendwie die Entwicklung. Wir haben ja auch herausgefunden, dass es irgendwo hier einen Spezialweg geben soll. Ich nehme ehrlich gesagt an, dass das da das Elektroball war, hinter diesem komischen Gestein gerade eben am Ende. Weil die Frage ist, ob das was gebracht hat, ne? Naja, die Pikachu-Bilder brauchen wir gar nicht erst zeigen. Die bringen nichts. Im Vergleich. Nehmen wir mal das hier. Mit ein bisschen Glück sieht man da den Banner-Shop drauf. Aber ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Gut. Dann jetzt als nächstes ein Kokuna. Die sind zwar mehr drauf, aber nehmen wir mal das hier. Dann nehmen wir das von Apollo. Das von Carpador. Dann das von Zubat. Und das Dicta-Bild. Das ist gut geworden.
Nein, das ist tatsächlich Magneton. Welches Bild nehmen wir bloß von... Nein, das wird wahrscheinlich nicht viele Punkte geben. Ich nehme das hier. Und das war's dann soweit. Ja. Gehen wir doch Professor Eich die Bilder. Was gibt's noch? Ach, Sekunde. Und es geht weiter. Kokuna. Größe 510. Pose. Sehr hübsch. Und gut gemacht. Im Vergleich zum letzten Bild perfekt. So, mal sehen, wie das hier läuft. Extrem viele Größepunkte. Sogar noch eine bessere Pose. Finde ich eigentlich nicht, aber egal. Und extra Punkte für Mitte des Bildes. Carvador. Das wird nicht mehr Punkte bringen. Größe ist schlechter. Pose ist genauso. Aber ist nicht in der Mitte des Bildes. Und wir behalten natürlich, dass das mehr Punkte gebracht hat, ne? Das Zubehör, ich denke, das hier ist auch schlechter als das alte. Karte. War klar. Probieren konnten wir es trotzdem. Und das Bild ist wesentlich besser. Und... Gut gemacht. So gefällt mir das doch. Größe ist gut. Es sieht ziemlich sauer aus. Und doppelte Punkte. Schön. Hier sehen wir Magneton. Größe hat mir gefallen. Die Pose auch. Und nee. Toll. Wie sollen wir noch irgendein Bild von Magneton machen? Oh. Toll. Willkommen zurück. Toll. Jetzt müssen wir nochmal den Tunnel machen. Damit wir diesen verdammten versteckten Pfad bekommen. Okay, das war jetzt cool. Das macht Spaß. So, dieses Mal probieren wir einfach das Electek zu erwischen, während das da, hochgejagt wird von Elektroball, Elektroball. Mit ein bisschen Glück, ja, wird's ganz gut, das Bild. Ich meine, von Kokunas haben wir mittlerweile genug und... So, das hat gut Punkte gebracht, bin ich mir ehrlich gesagt sicher. Da jagen wir nochmal den Elektroball hoch. Wer weiß, vielleicht kommt Kokunas runter. Na, no, sieht nicht so aus. Da war wieder der Mistzubat. Verdammt. Huh? Ah, da kannst du ja nicht hinlaufen. Flasche. Was für ein Loser. Passiert irgendwas, wenn ich da Griffel reinwerfe? Das dürfte nicht gut geworden sein. Ich frage mich immer noch, ob man diese Geist-Pokémon abwerfen kann mit Äpfeln. Aber die scheinen sich überhaupt nicht dafür zu interessieren, das ist doch doof. Ganz ehrlich, ich werf Pikachus gerne ab. Das ist irgendwie extrem lustig. Los, nimm das Electek. Ja, komm. Werd sauer und mach das Ding an. Du kriegst auch noch einen. Hä? Pikachu? Diktri? Das? Okay. Hier gibt's also noch einen Diktri scheinbar zu holen, aber... Wie ist eine andere Frage, ne? Kann ich euch echt nicht sagen. Eventuell erst später. Wer weiß das schon. Ja, okay.
die von euch, die das Spiel schon mal gespielt haben, die wissen das. Ich dürfte jetzt sogar Magnetilo-Bilder gekriegt haben. Komm, geh hoch, geh hoch. Secret Part, Secret, Secret. Ja, es hat geklappt, es hat geklappt. Oh, oh.